Hallo und herzlich willkommen am Gymnasium Siegburg-Ali-Straße. Ich bin Abdel Slika und unterrichte hier in der Schule Mathematik und Physik und leite auch die Robotik AG. Und diese möchte ich Ihnen heute vorstellen. Kommen Sie mit! Die Schule verfügt über mehrere Computerräume, iPads und ein starkes WLAN-Netzwerk. Für die Robotik AG steht zusätzlich ein 3D-Drucker, mehrere Workstations und drei frei programmierbare Lego Mindstorm-Roboter zur Verfügung. Die AG vermittelt uns Grundlagenwissen zu den aktuellen Themen rund um Digitalisierung. Wir konzentrieren uns auf additive Fertigung, besser bekannt als 3D-Druck, und auf Robotik und die dafür erforderliche objektorientierte Programmierung. Wir können mit dem 3D-Druck komplexe Objekte realisieren, die wir aus einfachen geometrischen Formen zusammensetzen. Dies bringt uns dazu, selbst nachzudenken und eigenständig auf die Problemlösung zu kommen. Der 3D-Drucker ist dabei das Bindeglied zwischen Modellierung am Computer und praktischer Umsetzung der Entwürfe, womit effektive Lernzyklen möglich werden. Zuerst fertigen wir eine Handskizze. Danach übertragen wir unseren Entwurf am PC mit einer 3D-Modellierungssoftware. Die Entwürfe werden in eine Druckdatei umgewandelt, die dann von einem 3D-Drucker ausgedruckt wird. Die erhaltenen Ergebnisse korrigieren und bewerten wir. Objektorientierte Programmierung mit Java ist heute in der Informatik State of the Art. Java direkt zu lernen ist eigentlich ein Thema der Oberstufe. Wir erlernen mit Hilfe von Greenfoot die Grundkonzepte der objektorientierten Programmierung. Dieser Zwischenschritt erleichtert das Lernen von Java, was wir für die Programmierung der Lego-Roboter benötigten. Die Fliege soll gefressen werden. Die soll hier diese Hindernisse, die ja im Weg sind, um die Fliege zu finden, umgehen und am Ende dann die Fliege fressen. Und das kann sie auch machen. Sie geht dann vor, wenn sie ein Hindernis findet, geht sie darum und wiederholt das, bis sie auf eine Fliege trifft. Und am Ende gibt es Essen. Sind dir die Lego-Roboter vielleicht zu klein? Dann kannst du mit uns den InMove-Roboter nachbauen. Come closer. Der InMove ist ein Open-Source-Projekt, bei dem jeder Interessierte den Roboter oder Teile davon nachbauen kann. An diesem Kollegen hier haben wir über ein Jahr gearbeitet, um seine Teile auszudrücken und zusammenzubauen. Seit 2017 gibt es die AG in unserer Schule. Damals hat der Vater meines Schülers uns überredet, ein paar Roboterbausätze einzukaufen und mit Scratch zu programmieren. Mittlerweile verfügt unsere Schule über 3D-Drucker, Lego-Roboter und es wird objektorientiert programmiert. Und? Seid ihr neugierig geworden? Es macht viel, viel Spaß. Kommt vorbei und macht mit!